Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend unserer Vortragsreihe Wissen fürs Leben. Mein Name ist Thomas Matt, ich darf Sie durch diesen Abend begleiten. Sie wissen ja, die kommenden anderthalb Stunden werden live auf YouTube übertragen. Das Video bleibt dort auch erhalten. Unser YouTube-Kanal verzeichnet inzwischen mehr als 9,3 Millionen Zugriffe. Dafür sind wir sehr dankbar. Ich freue mich besonders, dass heute Abend Pater Dr. Christian Rutishauser zu uns gekommen ist. Seien Sie uns herzlich willkommen. Und begrüßen Sie mit mir an der Gitarre Arpan Guatakurta. Herzlich willkommen. Er hat uns mit einem hinduistischen Hymnus aus dem 15. Jahrhundert willkommen geheißen. Geschrieben hat ihn der Dichter Narsin Mehta. Dieser hinduistische Bayan, so nennt man diese Art von Musik, hat seine ganz besondere Wirkung entfaltet, als er im Ashram von Mahatma Gandhi gesungen wurde. Es war tatsächlich Gandhis Lieblingslied. Es hat auch einen Text. Dieser Text beschreibt ein Ideal, Darin heißt es unter anderem, sie verzichten auf Verlangen, respektieren andere Frauen wie ihre eigene Mutter, ihre Zunge spricht niemals falsche Worte, ihre Hände berühren niemals den Reichtum anderer. Es ist also vom Begehren die Rede. Kennen wir das nicht aus dem zehnten Gebot des Dekalogs? Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und Gut. Vielleicht halten wir damit schon einen Schlüssel für das vertiefte Verständnis vom Ursprung menschlicher Gewalt in Händen. Wir werden sehen. Gewalt ist omnipräsent. In den Menschen, die sich aus der Gewalt verlieren, in der Ellenbogentaktik der Kollegen. Morgens im Kindergarten und nachts auf den Bahnhöfen, in den kleinen Gemeinheiten des Alltags und im ganz großen Krieg im Osten. Neu ist das alles nicht. Dem griechischen Philosophen Heraklit wird der Satz zugesprochen, wonach der Krieg der Vater aller Dinge sei. Gewalt scheint so auf erschreckende Weise ganz normal zu sein. Pater Christian Rutishauser hat sich ausführlich damit befasst. Er ist Theologe und Judaist. Er hat in Fribourg und Lyon, in Jerusalem, New York und Luzern studiert, hat an den Universitäten in München, Rom und Jerusalem unterrichtet. Er berät den Vatikan in den religiösen Beziehungen. Zum Judentum und er ist als Delegat für Schulen und Hochschulen der zentraleuropäischen Jesuitenprovinz verantwortlich. Vor allem aber ist er Jesuit. Und damit folgt Christian Ruttishauser den Fußspuren eines jungen, baskischen Alten, Inigo López de Loyola, hochfahrend, standesbewusst ein Kind seiner Zeit, bis ihm in der Schlacht von Pamplona 1521 eine Kanonenkugel das Bein zerfetzt. Er wird ein Leben lang ein Hinkender bleiben, gefangen in einem verkrüppelten Körper und am Ende eines langen Reifungsprozesses doch frei, weil Freiheit von innen kommt. Christian Ruttishauser hat die Lebensschule der Jesuiten in einem bemerkenswerten Buch dargelegt. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Kaum einer wüsste Berufener von den Folgen der Gewalt zu reden und davon, wie wir ihr die Stirn bieten können. Die Sprache des Friedens sprechen in einer konfliktreichen Welt. Darum geht es doch. Vater Christian ich bitte Sie Danke. Ein herzliches Dankeschön für diese sehr tiefsinnige Einführung. die freut mich sehr. ganz viele Aspekte. Ich hoffe, wir kommen im Gespräch darauf, im einen oder anderen zu sprechen. Ich freue mich, wieder mal bei Ihnen zu sein, hier in Vorarlberg. Ich bin vor zwei Jahren aus der Schweiz nach München umgezogen und solange ich in der Schweiz war, ich selbst bin in St. Gallen ja aufgewachsen, habe ich immer viel Kontakt hier ins Ländle gehabt. Jetzt von München ist es fast etwas weiter weg und von daher freue ich mich, wieder da zu sein. Und ich freue mich vor allem auch, dass Sie sich Zeit nehmen, heute Abend über den Menschen nachzudenken. Und zwar über eine eben nicht so angenehme Seite an ihm, nämlich seine Neigung zur Gewalttätigkeit. Wir haben es bereits gehört, nicht nur der Krieg in der Ukraine führt uns dies vor Augen, sondern eben auch im kleinen die Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum, Jugendgewalt, häusliche Gewalt, ich denke an die MeToo-Bewegung an Gewalt gegenüber Ordnungskräften in unserem Staat. Aber ich denke auch an Suizid, Gewalt nach innen, Aggression gegen sich selbst gerichtet. Es gehört überall einfach zum Alltag. Und ich denke auch, dass wir alle feststellen, dass gesellschaftlich Gewaltanwendung immer mehr wieder akzeptiert wird einfach um sich durchzusetzen oder sich selbst zu behaupten. Doch ich bin davon überzeugt, und zwar zutiefst, dass es die Aufgabe von der Kultur, die Aufgabe von der Erziehung ist, dieser Gewalttätigkeit die Menschen etwas entgegenzusetzen und sie zu transformieren. Transformation ist für mich das Schlüsselwort. Lassen Sie mich dem heute Abend nachgehen und so gewinnen wir etwas Wissen fürs Leben. Ich finde die Reihe mit diesem Titel grandios. Ich habe, wenn ich es richtig sehe, glaube ich, etwa fünf Punkte vorbereitet. Den ersten habe ich überschrieben, das Sein als Lebens- und Überlebenskampf oder einfach, Mensch, warum bist du eigentlich so gewalttätig? Unsere Gesellschaft neigt dazu, ein verklärtes Bild von der Natur zu haben. Die Erde ist gut, die Natur ist schön, vor allem wenn sie unberührt ist vom Menschen. Die Tiere sind gut und heute stimmen wir alle überein, Bio ist gut. Und wenn wir ins Weltall hineinschauen, dann denken wir, es ist wunderschön und faszinierend, all die Bilder, die uns die Teleskope herbringen. Es ist vielleicht niemand anderer als Nietzsche, der die Natur noch einmal idealisiert und romantisiert hat und gerade auch das Kind, das noch Unverdorbene. Ich zitiere, er schreibt einmal, Unschuld ist das Kind und Vergessen. Ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung. Ein heiliges Ja sagen. Und dagegen stellt er dann den Erwachsenen. Er wird als Täter gesehen. Der Mensch, wenn er erwachsen geworden ist, er zerstört die Natur, er zerstört das Klima. Der Mensch verseucht die Gewässer, er rottet die Tierarten aus. Der Mensch, der einmal so sich als Krone der Schöpfung gefühlt hat, wird heute vor allem als Täter. Als gewalttätiger Mensch wahrgenommen. Der Mensch ist für viele zu einem Problem geworden und das führt vielleicht bei uns so etwas zu einer depressiven Gesellschaftsstimmung. Wenn wir genauer hinschauen, dann ist diese Idealisierung des Kindes und der Natur noch überhaupt nicht so alt. Früher, vor etwa mehr als 2000 Jahren hat man ganz anders in die Welt hineingeschaut und in die Natur. Die Alpen wurden zum Beispiel als sehr unwirtlich wahrgenommen und als ein Teil der Schöpfung, der wie noch nicht fertig geschaffen worden ist, weil eben sehr lebensunfreundlich. Doch mit der Entwicklung der Naturwissenschaften und deren Technik haben wir diese Natur mit ihrer Gewalt wirklich in Schach gehalten. Und das führt dazu, dass wir heute diese Natur mehr und mehr im Griff haben. Und im Nachhinein, wenn wir ihr alles mit dem Fortschritt abgetrotzt haben, kommen wir zu dieser Idealisierung der Natur. Wir wollen sie bewahren. Und auch zur Idealisierung des Kindes. Obwohl früher auch das Kind, man hat es ganz anders gesehen. Man wusste, dass das Kind erzogen werden muss und man hat es oft auch erzogen mit Schlägen, mit Gewalt. Die ältere Generation von ihnen hat das sicher auch noch erlebt. Und wenn wir heute die Berichte anschauen von Misshandlungen, wie es in Heimen gewesen ist oder an anderen Orten, dann sind wir heute wie entsetzt darüber. Aber wir dürfen nicht unser heutiges Empfinden in die älteren Generationen hineingeben, sondern sehen, dass sie einen ganz anderen Umgang mit Gewalt hatten, mit Naturgewalten, aber auch eben mit dem Kind. Und deshalb, weil wir die Natur heute oft so idealisieren, möchte ich heute Abend in Erinnerung rufen, dass eben auch die Natur ziemlich gewalttätig ist. Kalt. Unsensibel. Wenn wir eben ins Welt anschauen, sind es nicht nur die schönen farbigen Bilder der Galaxien, die da sind. Stellen Sie sich vor, mit dem Urknall, das sind wirklich Massen, die in den Raum hineingeschleudert werden, unvorstellbare Massen, die Galaxien bilden. Da wird Materie geschaffen und wieder vernichtet, und in der Erde selbst erleben wir noch diese Naturgewalten, wie gerade wieder kürzlich in den Erdbeben in Syrien und in der Türkei. Und wir stellen fest, gerade wenn wir ganz nüchtern in die Welt hineinschauen, das Grundgesetz Survival of the Fittest. Es ist der Stärkste, der überlebt. Die Schwächeren müssen sterben. Sie werden getreten. Das Gesetz der Evolution, das wir vielleicht heute irgendwie bewundern, ist ziemlich unzimperlich, wenn wir genau hinschauen. Macht, Kraft und auch Gewalt setzt sich einfach durch. Worauf ich hinaus will, die Ambivalenz der Natur zu sehen, ihre Schönheit, aber auch ihre Gewalttätigkeit, die Vielfalt des Lebens, aber auch die zerstörerische Kraft, die letztlich drin ist. Und dass wir Menschen als Geschöpfe Teil von dieser Natur sind. Die Gewalttätigen sind nicht die anderen. Die Gewalttätigen sind wir alle zusammen, weil es in unserer Natur, in unserem Geschaffensein drin angelegt ist, dass wir so leicht zur Gewalt aufgreifen. Allem Sein wohnt eine Gewalt inne. Wir setzen uns gegeneinander durch, können irgendwie auch gar nicht anders. Und selbst wenn wir noch so versuchen, gut zu leben, wir können diesem Grundgesetz der Natur letztlich nicht entweichen. Ich versuche auch sehr bewusst zu leben, weniger Fleisch zu essen, vegetarisch. Vegan ist nicht meines. Aber wenn ich in einen Kiosk gehe und dort einen Orangensaft sehe und der die Marke hat innocent, dann muss ich schon lachen. Glauben wir, dass wir der Gewalttätigkeit entrinnen können, wenn wir vegetarisch und vegan leben? Wir essen immer andere. Und das Leben ist ein Essen und Gefressen werden. Und dann bin ich froh, dass ich katholisch bin, wo mir einmal am Sonntag im Gottesdienst gesagt wird, Mensch, du machst dich auch schuldig. Und wir kommen da nicht einfach heraus. Und darum geht es mir, dass wir den Blick darauf letztlich auch wirklich sehen. Und dann glaube ich dass es ganz wichtig ist, diese Gewalttätigkeit in unserer eigenen Epoche, in unserer eigenen Natur und gerade in den säkularen, liberalen, westlichen Gesellschaften anzuerkennen. Dass wir nicht nur auf die anderen zeigen, wo die Gewalt letztlich ist. Denken wir, eine so große Naturausbeutung, wie wir sie im Westen haben, in der liberalen Gesellschaft, hat es vorher noch nie gegeben. Die ökologische Krise schreit zum Himmel. Und denken wir daran, keine Epoche hat so große Kriege mit so viel Gewalt hervorgebracht wie unsere westliche Gesellschaft im 20. Jahrhundert. Der Faschismus ist im Grunde genommen eine Gesellschaftsform, die sich eben ganz an der Natur orientiert, Survival of the fittest der stärkste soll sich durchsetzen der faschismus ist eine gesellschaftsform die letztlich kulturarbeit aufgegeben hat und die dem sein innewohnende gewalt nicht mehr versucht zu transformieren sondern sie letztlich nur noch nachahmt es fehlt die kulturelle der transformation und wenn die fehlt dann ist die Gewaltbereitschaft wieder da. Und das ist etwas, wir werden nicht faschistisch in unseren Tagen, aber wir haben eine Neigung, die Natur so gut zu sehen, dass wir ihr auf den Leim kriegen, kriechen und nicht wahrnehmen, wie wir gerade dadurch letztlich auch einstimmen in einen gewissen Teil von Gewalt. Es gibt also destruktiv in uns, wir neigen zur Gewalttätigkeit und wer sich der nicht stellt, und das ist mein Seter und Sensio in diesem ersten Punkt, wer sich der eigenen Gewalttätigkeit nicht stellt, kann nicht anders, als sie zu verdrängen. Wer den eigenen Haushalt nicht reinigt, der kehrt den Dreck vor das Haus des anderen. Es geht gar nicht anders. Das macht Putin im Augenblick ganz offensichtlich, wenn er einfach sagt, die Ukrainer haben ja letztlich den Krieg losgetreten, es ist die NATO, die letztlich schuld ist am ganzen Krieg, sie sind uns näher gekommen, und wenn er nicht akzeptieren kann, dass seine Gesellschaft in der Ukraine eben nicht mehr nach russischem Prinzip leben will, sondern wenn sie sich entscheidet, Richtung Demokratie zu gehen. Und wir im Westen im Großen und da leide ich zum Teil auch als Theologe darunter: Wir haben die Tendenz, die Gewalt einfach der Form moderne in die Schuhe zu schieben. Und als Theologe fällt mir natürlich auf, wie oft wird das dunkle Mittelalter herzitiert her und vor allem ihr ja, die Religionen. Die Religionen bringen eigentlich den Krieg. Ohne Religion wäre das doch alles viel einfacher. Früher, als man noch an Gott glaubte, konnte man noch Gott anklagen für das Leid und das Gewalt in der Welt. Die atheistische und säkulare Gesellschaft kann Gott nicht einmal mehr anklagen, dann wird halt die Religion angeklagt. Aber das ist auch nur ein Substitut. Das ist auch nur mit dem Finger auf jemandem zeigen und nicht in sich selber gehen. Und gerade in Krisen, ich benutze heute sehr gern das Wort, wir sind in einer Polykrise. Das heißt, an verschiedenen Orten brechen Krisen auf, sei es die Pandemie, die Ökokrise, die ich genannt habe, als Schweizer nach einem. Staatstrauertag von gestern über den Untergang der Credit Suisse äh, muss man sagen, wir haben eine neue Bankenkrise und in solchen Zeiten ist es sehr verführerisch, dann irgendwie den Sündenbock zu suchen, auf die anderen zu zu zeigen und letztlich dann auch zur Gewalt zu greifen, um das um den Schuldigen zu finden. Von daher möchte ich einfach die Frage aufwerfen, die ich hier am Ende hingestellt habe. Mensch, anerkenne, dass die Gewalt in dir selber ist, in jeden und jeder von uns. Und frag dich einmal, Mensch, warum bist du eigentlich so gewalttätig? Warum hast du die Neigung dazu? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt. Wir wollen dem etwas tiefer auf den Grund gehen, der Triebdynamik als Ursache für die Gewaltbereitschaft nachzuforschen, oder ich formuliere es etwas drastisch, jede Gesellschaft hat eine Leiche im Keller. Es ist die Anthropologie, die Frage, nach, die Wissenschaft nach dem Menschen, ist, die fragt: Was ist eigentlich die Triebstruktur im Menschen? Woher kommt die Gewalttätigkeit? Und wenn wir dann versuchen, eine erste Antwort zu geben, gehe ich zuerst auf den Wiener Psychologen und Psychiater Alfred Adler, der sagt: Die letztliche Triebstruktur im Mensch ist bestimmt durch das Streben nach Macht. Der Mensch will sich selbst ermächtigen, selbst behaupten, um so frei und selbstbestimmt zu leben. Das Streben nach Freiheit ist ein Streben nach Befreiung, ein Kämpfen, nicht von anderen Mächten eingeengt zu sein. Letztlich geht es um Selbstbehauptung im ganz kleinen, beim Kleinkind schon, wie dann auch im ganz normalen Lebensvollzug. Adler geht so weit zu sagen, dass die ganze Kultur davon bestimmt ist, und sogar die Religion. Für ihn ist Religion nichts anderes als ein Organisieren von Gewalten. Die primitiven Religionen machen es über Magie, dann die heidnischen Religionen über viele Götter, wo man die Gewalten etwas personifiziert, damit man besser mit ihnen verhandeln kann. Und die monotheistischen Religionen konzentrieren die ganze Gewalt in einem allmächtigen Gott, haben Untergewalten in Engel und Dämonen oder was auch immer. Aber eigentlich geht es nur immer um eine Gewaltorganisation. Er ist radikal kritisch natürlich, und ich muss sagen, er hat ziemlich viel recht. Denn wenn ich an die moderne ähm, denke, an moderne Spiritualität, dann gehen Menschen hin und suchen Kraftplätze, Selbstermächtigung. Man will aus dem Gefühl der schlechthinigen Abhängigkeit, wie der Schleiermacher mal formuliert hat, letztlich ausbrechen. Und wenn wirklich der Wille zur Macht das letzte Wort hat in uns, dann ist es eben auch wirklich ein kleiner Schritt zum Wille zur Gewalt. Da auch wieder Nietzsche, der Wille zur Macht bringt grandiose Kulturen hervor, aber eben auch ganz rasch Krieg und Gewaltordnung. Unter dieser Gewalttätigkeit, und da gehe ich einen Schritt weiter als Adler, ist letztlich... Die Angst des Menschen um sich selber, die Angst zu kurz zu kommen, so hat es dann die Existenzphilosophie auf den Punkt gebracht. Die Existenzangst ist nicht nur eine Angst, einfach physisch zu überleben, es geht vielmehr in eine Angst um die eigene Identität, um die gesellschaftliche Identität. Um die kulturelle Identität. Wir befinden uns, wenn Sie in die Feuilletons, in die Zeitungen hineinschauen, in einem großen Ringen: Wer bin ich? Was ist unsere Identität? Haben wir ein christlich-jüdisches Abendland gegen den Islam? Was ist österreichische Identität gegen ausländische Identität? Was ist europäische Identität? Wie schotten wir die ab gegenüber den Flüchtlingsströmen? Es ist immer eine Angst um sich selber, die da irgendwie mitschwingt, die am tiefsten drin ist. Und die Existenzanalyse, da gehe ich ganz als Theologe und Philosophe auch mit ihr, erst wenn wir die, das Vertrauen ins Grundleben hineinfinden, dann nachher müssen wir uns nicht mehr gewalttätig verteidigen. Die Grundformen der Angst sind vielleicht die Grundlage für die Gewaltneigung des Menschen und daher sind vertrauensbildende Maßnahmen so entscheidend und nicht einfach nur Softfaktoren, sondern Identitätsbildung, Beziehungsbildung so grundlegend, um Gewalt entgegentreten zu können. Es gibt noch zwei... Andere Thesen, äh, die sagen, woher diese Gewaltbereitschaft des Menschen kommt. Sie wissen, es gibt da noch andere Triebe. Ich habe es hier mal versucht, so zusammenzufassen. Sie sehen oben das Bewusstsein. Wir sind geleitet von unbewussten Kräften, von Triebstrukturen. Und dann haben wir ganz rechts rot das Machtstreben im Zentrum, wie es Adler formuliert hat. Dann haben wir links in. Ähm, Pink, noch einmal die leibliche materielle Absicherung, das ist eher der Materialismus, Karl Marx, der gesagt hat, die ursprünglichen Überlebensbedürfnisse, Hunger, Durst, das bringt uns in einen Konkurrenzkampf hinein. Oder dann haben wir den berühmten Sigmund Freud, der gesagt hat, die Grundstruktur letztlich, da geht es darum, dass wir in unserer Sexualität, unsere Vitalität spüren, dass wir in die Ekstase kommen, dass wir geliebt werden und lieben können. Das ist die grundlegende Kraft. Und all diese drei Kräfte, sie führen letztlich dazu, dass wir getrieben sind, da nicht zu kurz zu kommen, in einer Angst um uns selbst. Und das ist eigentlich auch die Grundstruktur, warum der Mensch immer wieder in die Gewalttätigkeit hineingeht. Ich bringe noch ein etwas äh, differenzierteres Bild aus der Spiritualitätsgeschichte. Evagrius Ponticus hat diese. Äh, Aufteilung gemacht und ihr spricht von acht Kräften und da sehen Sie zum Teil, was die moderne Psychologie hervorgebracht hat. Die alten spirituellen Schulen gehen in eine ähnliche Richtung. Es sind die drei Grundkräfte, die aus der Vitalität herauskommen, der Essenstrieb, der Sexualtrieb und die Habgier, die werden als gewalttätig äh, angeschaut, dann Ärger, Zorn, Neid, Traurigkeit, und wenn das umschlägt in ekel in sinnlosigkeit dass man sich vom leben abwendet da geht es mehr um die geistige identität des menschen die uns letztlich treibt und dann ganz am schluss noch einmal ehrsucht stolz überheblichkeit des menschen das ist eine analyse die evagrius ponticus am ende des vierten jahrhunderts aufgestellt hat der Varius Ponticus kommt vom Schwarzen Meer, hat dann in Ägypten gelebt, hat die Wüstenväter und Wüstenmütter angeschaut und in der Selbstbeobachtung diese Triebstruktur letztlich noch einmal äh, äh, dargelegt, wo hier eigentlich das Begehren des Menschen kommt. Das Entscheidende ist aber, und das ist mein letzter Punkt zur Triebstruktur: gewalttätig wird sie dann wenn natürlich die Triebstrukturen von den Menschen aufeinander prallen. Das heißt, die Gewalt entsteht, wenn diese Menschen mit dieser Triebstruktur miteinander in Konkurrenz kommen, wenn sie in Rivalitäten hineinkommen. Und da ist es der Kulturanthropologe René Girard, französisch-amerikanischer Herkunft, der versucht hat, diesen gewaltmechanismus noch einmal zu beschreiben mit seiner mimetischen theorie mimesis heißt nachahmung er sagt die menschen ahmen sich nach sie begehren sie wollen alle übernehmen überleben und wollen mehr leben haben und dann sehen sie beim anderen menschen was der als mehr leben empfindet und dann wollen sie das auch sie sehen das bei den konsumgütern ganz einfach die ganze mode spielt damit die ganze werbebranche spielt damit wenn jeans tragen oder lederjäckchen tragen auf einmal den trend macht wollen auf einmal alle lederjäckchen tragen und dann gibt es einen rivalität es gibt einen markt darum und es gibt ein begehren und man fühlt sich als hätte man nicht genügend leben in sich wenn man kein schönes lederjäckchen trägt und Sie wissen noch alle, vor 20 Jahren wären zerrissene Jeans einfach irgendwo auf dem Abfall gelandet. Und heute kaufen wir für viel Geld zerrissene Hosen, weil wir sonst nicht geil und nicht in sind. Wir haben sonst keine Lebenskraft. Und genau das ist die Mimesis, dass wir an den anderen schauen, was sie begehren. Und dann wollen wir es auch und dadurch entsteht eine rivalität im kleinen wie im großen in den großen dynamiken drin das sind die dynamiken des begehrens das ist der motor der ganzen gesellschaft. und weil diese rivalitäten untereinander auch jetzt ich habe alltagsbeispiele gebracht auf der politischen ebene geht es um große ressourcen geht es um gesellschaftsgestaltung der mechanismus ist der gleiche. Und wenn die Spannungen untereinander zu groß werden, dann nachher muss diese Aggression, diese Gewalt, muss dann abgeleitet werden nach außen. Und so wie beim Begehren einmal das im Vordergrund steht und einmal das, das Objekt kann immer gerade wieder ausgetauscht werden. Einmal wollen alle das Einfamilienhäuschen, dann wollen alle schöne Ferien irgendwo. Die Objekte ändern sich. Und so kann an die Stelle des Begehrens des begehrten Objekts um die Gewalt abzuleiten auch ein anderer Mensch treten, eine andere Person. Jemand wird zum Sündenbock. Der Sündenbock-Mechanismus ist nichts anderes als dass das Lustobjekt ersetzt wird, wenn es zu viel Rivalität und Gewalt gibt als Ableitfunktion. An die Stelle des begehrten Objekts und was alle miteinander wollten, wird abgeleitet in Gewalt auf irgendjemand, der dann schwach ist, an dem diese Aggression umgegeben, übergeben wird. Das sieht man in der Kleingruppenbildung bei Jugendlichen, wo ausgestoßen wird, das sieht man bei Gesellschafts- und Clanbildungen ganz besonders. Man braucht Feinbilder, um dann den Zusammenhalt zu haben und das ist bei der Staatenbildung. Äh, der Faktor, eine Gemeinschaft zusammenzuhalten, geht nie ohne Gewalt. Und das ist das, was ich mit dem, ähm, mit dem Ausdruck meine. Jede Gemeinschaft hat eine Leiche im Keller. Wir bauen jede Gemeinschaft über einen Mord auf der staat österreich ist aus krieg herausgeboren. die eu muss gewalt anwenden. jedes gemeinwesen baut darauf auf, dass die rivalisierenden kräfte abgeleitet werden, dass es menschen, die ausgestoßen werden und die dazugehören. wir können gar nicht anders. das gehört dazu. und das anzuerkennen ist die größe des menschen. wenn er an diese mechanismen zutiefst herankommt, dann können wir nachher sehen, wie wir umgehen, aber es zu verleugnen wäre dumm und ist gefährlich. Ich gehe weiter. Wie kommen wir jetzt aus dieser Situation heraus, wenn wir so zu Gewalt neigen, äh, wir Menschen? Kultur und Religion als Sublimation von Gewalt. Oder, ich werde ganz konkret, weil wir vor Ostern stehen, Karfreitag und Osterliturgie sind Rituale. Der Gewaltüberwindung. Denken Sie dran, wenn Sie in die Kirche gehen, falls so. Die buddhistische Zen-Spiritualität, ich habe mich viel mit Asien auch auseinandergesetzt, die würde sagen, das Begehren muss eben im Menschen ausgelöscht werden. Die abgelöschte Kerze ist das Symbol dafür, dass dieses Begehren letztlich nicht mehr uns bestimmt. Aber die Triebstruktur kann man nicht vernichten und man soll sie auch nicht vernichten, weil dort auch die ganze Vitalität, weil dort auch das ganze Leben drin ist. Deshalb muss die Triebstruktur nicht zerstört werden. Im Gegenteil, das ist keine gute Pädagogik. Das hat man auch bei uns zum Teil versucht, den Willen zu brechen. Genau darum geht es nicht. Es geht darum, dass diese Triebstruktur geformt wird, in eine Gestalt hineinkommt. Und es beginnt mit Erziehung, mit Persönlichkeitbildung. Es beginnt in Schule und Familie. Es beginnt am Arbeitsplatz und in der Freizeit. Und diese Sublimationsarbeit, wenn ich es mal so nennen möchte, beginnt zuallererst mit der negativen Abgrenzung. Gewaltanwendung muss geächtet sein und muss geahndet werden. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Grundsatz. Auch des Rechtsstaates, Gewalt darf nicht einfach geduldet werden. Ich denke gerade, wenn ich Jugendliche sehe, Sachbeschädigungen im Kleinen, das macht mir echt ein Problem, äh, das zu sehen. Da muss einfach, es muss eine Konsequenz haben. Jugendliche müssen das auch spüren, dass das kein Weg ist. Und auch in anderen Bereichen, ich nehme da gerade auch wieder die MeToo-Bewegung. Es geht einfach nicht, dass Stars und Leute, die im Business oder irgendwo groß sind, dass die sich nicht an die Grenzen halten müssen, dass Gewalt kein Weg ist, sich letztlich durchzusetzen. Und nachher ist es ganz klar: Es braucht Orte in der Gesellschaft, wo die Triebstruktur geformt wird. Es braucht Lernprozesse dazu und der Grundlernprozess, ich denke, der ist immer und überall da. Der Grundlernprozess ist der Sport und das Spiel, ist der Wettbewerb, sind die Turniere, ist das Ausloten der eigenen Kräfte. Und gerade deshalb hat der Sport eine so entscheidende Funktion. Und das geht im Vordergrund, ist es ja einfach Fun. Und ist es schön, ein Turnier zu haben? Und ist es schön, miteinander im Spiel zu sein? Wenn man tiefer schaut, ist es ein wesentlicher Beitrag dazu, um die Triebstruktur des Menschen ihr eine Form zu geben. Und beim Sport können wir es am besten sehen, gerade deshalb, weil dort natürlich beim Sport auch immer wieder mal äh, Gewalt im Spiel ist. Wir sehen uns es bei Ausschreitungen nach fußballmats oder anderen mats äh, oder in anderen gesellschaften sehen wir wie sport dann eben auch paramilitärisch genutzt wird dort spüren wir das besonders. aber ich möchte nicht beim sport bleiben sondern formgabe der menschlichen Strukt triebstruktur geschieht vor allem in der kunst und in der kultur in musik in film in theater auf Bühnen und Leinwänden. Was für Filme schauen Sie? Haben Sie am Sonntagabend CS geschaut, was der Schweizer Bundesrat zum Banken-Crash äh, gesagt hat? Das war ein Krimi. Oder haben Sie Tatort geschaut? Es war beides höchst aufregend und hat unsere Triebstruktur angeregt bis ins letzte hinein. Und der einfache Krimi und die hochstehende Oper haben dasselbe Potenzial nämlich sie können unsere Gewalttätigkeit von innen her verwandeln. Das Entscheidende ist, wenn Gewalt nur platt dargestellt wird, dann hat sie keine transformative Kraft, dann können Gewaltpotenziale sogar noch stimuliert werden. Wenn Gewalt aber symbolisch und ritualisiert, das ist das Entscheidende, durch symbolische Übertragung, und in einem rituellen Rahmen präsentiert wird, genau dann haben, äh, hat Kultur eine kathartische Wirkung. Eine innere Reinigung ist dann letztlich möglich. Und genau das, was die Kultur eben uns liefert, äh, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es eben auch in der hohen Kultur um Gewaltbewältigung ge geht, dann sind wir dann auch einfach nicht so erstaunt, wenn wir feststellen müssen, die hohe Zivilisation und Kultur, die wir in Deutschland gehabt haben, dass die in einen Faschismus kippen konnte und dass die Menschen, die auf der einen Seite ins Theater gehen, auf der anderen Seite die Arbeit verrichten in einem Konzentrationslager. Wenn Sie mal die Logik begreifen, wie nah ein Theater und einer Kriegsmaschinerie eben auch sein kann, dann erstaunen sie das nicht mehr, weil sie wissen, von der Triebstruktur her sind es ähnliche Formen, aber sie können eben dann radikal umschlagen. Und die Kulturarbeit ist trotzdem das, was wir auf jeden Fall fördern müssen, weil es der Ort ist, wo Gewalt letztlich überwunden wird. Ich möchte am Schluss noch kurz auf die Religion zu sprechen kommen. Auch sie hat sehr viel mit Gewaltüberwindung zu tun. Vielleicht kann man die ganze Bibel als eine einzige Literatur betrachten, die versucht, mit Gewalt ins Reine zu kommen. Die Menschen sagen, oh, das Alte Testament, das ist so gewaltvoll, weil es eben hinschaut und weil es Mechanismen entwickelt, wie mit Gewalt umzugehen ist es beginnt bei kain und abel diese mimetische rivalität gerade die erste erzählung wenn das paradies äh, verlassen ist und dann wird noch gesagt wie wäre es eigentlich alles ist so gewalttätig wir machen tabula rasa und beginnen einfach noch einmal neu. Gott ist dieser Versuchung selbst erlegen. Er flutete mit der Sinnflut einfach mal so die ganze Welt und sagte, beginnen wir doch wieder neu wie ein Kind, das das Türmchen umwirft äh, im Spielzimmer und dann noch einmal beginnt. Und dann heißt es in Genesis 9, das ist keine Art und Weise, mit Gewalt umzugehen, weil sie selber wieder gewalttätig ist. Gott wird das nie mehr machen und dann beginnt danach mit Abraham und Sarah wie eine neue Erziehungsgeschichte langsam zu lernen, mit dieser Gewalt auch wirklich umzugehen. Und wir bekommen bis dahin ins Neue Testament hinein, wo im Zentrum der Tod Jesus steht, die Passionserzählung, eine ganz brutale Folter, eine Kreuzigung. Und wir haben in Jesus eine Figur vor uns, die versucht, diesem Gewaltdynamik, nicht nachzugeben, nicht eine Gegengewalt zu setzen und damit die Spirale voranzutreiben, sondern durch einen Akt der Hingabe das Ganze in einer Gewaltlosigkeit letztlich zu unterlaufen. Weltlich gesehen ist er gescheitert, aber zum guten Glück gibt es eben nicht nur die Natur, gibt es nicht nur die Kultur, gibt es nicht nur das Innerweltliche, und das Neue Testament will vielleicht nichts anderes sagen. Mensch, bei deinem Umgang mit Gewalt, denk daran, dass es noch eine andere Dimension gibt, die stärker ist als die Gewalt und die eben den Tod nochmal überwinden kann. Und wenn Paulus dann sagt, dass Jesus für uns gestorben ist, dann nachher können wir das mit röne interpretieren. Jede Gemeinschaft. Hat eine Leiche im Keller. Wir alle bringen jemanden um, damit wir in Frieden leben können. Vielleicht ist der Tod Jesu, der sich selber hingibt, der sich selber zur Leiche macht, das Angebot an uns Menschen, dass er diese Leiche geliefert hat, dieses Gewaltopfer, dass wir nicht mehr gewalttätig sein müssen. Ich will hier nicht weiter theologisieren, aber worum es mir geht, wir brauchen Formen der Sublimation in Kultur, in unserer Zivilgesellschaft, in den Religionen und wenn wir diese nicht haben, dann sind wir der Gewalttätigkeit einfach ausgeliefert. Aber das Entscheidende ist die Arbeit an der Innerlichkeit an der eigenen Triebstruktur. Und das ist eine persönlichkeitsbildende Arbeit. Ich nehme hier den Satz dazu, gedenke Mensch, dass du Staub bist und zu Staub zurückkehren wirst. Ohne dieses Arbeiten an der Triebstruktur kommt der Mensch nicht weiter. Der Wandererprediger aus Nazareth ist dabei einer der großen spirituellen Lehrer. Er selbst geht den Weg der Gewaltlosigkeit. Bei der Bergpredigt beginnt er mit den Seligpreisungen und in den Seligpreisungen heißt es, Selig die keine Gewalt anwenden, denn sie werden das Land erben. Das heilige Land, Israel-Palästina, das bis heute so umkämpft ist mit so viel Gewalt, selig die keine Gewalt anwenden, sie werden das Land erben. Dann legt er Recht und Gesetz aus in der Bergpredigt, die eben gerade Sublimationsformen sind gegenüber der Gewalt, und in seiner Gewaltlosigkeit geht er dann auf den Punkt, Sie wissen es alle, zu den Alten wurde gesagt, Liebe deinen Nächsten und hasse deinen Feind. Ich aber sage dir, lieb auch deinen Feind. Und wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt, dann halt ihm auch die linke hin. Christine Busta schreibt einmal dazu, ich verstehe, dass ein Geschlagener zurückschlägt. Ich verstehe, dass einer den anderen nicht versteht, der sich schlagen lässt. Und nicht zurückschlägt. Ich verstehe, dass man wieder den Schläger dem Schwachen beispringen muss, auch mit Fäusten. Aber das unverletzliche Recht lässt sich von Faust zu Faust nicht erhärten, nur die Schuld. Gegenwehr ist verständlich, auch die christliche Tradition hat sich immer dafür eingesetzt. Wer wollte heute der Ukraine verbieten, sich zu verteidigen? Ich glaube, der Gewalt muss man ganz klar dass die Gegen, den Gegenteil zeigen. Aber letztlich werden wir natürlich dadurch nicht zum Frieden kommen und wir brauchen andere Wege zu gehen. Letztlich geht es um die innere Transformation. Und ich habe hier diese Grundkräfte, die wir vorher gesehen haben, die uns Adler, Marx und Sigmund Freud postuliert haben: diese drei Kräfte, die Libido, das Streben nach Macht und Selbstbehauptung oder die Gier des materiellen Wollens. Die christliche Tradition hat dazu eigentlich drei große, wie Gelübde formuliert. Gehorsam gegen Selbstbehauptung und nicht nenne Gehorsam hier hörende Freiheit. Und gegen die Gier und gegen das Haben-Wollen und Besitzen-Wollen hat die christliche Tradition das Gelübde der Armut formuliert. Ich nenne es hier frohe Bescheidenheit. Und gegen die unbändige Kraft der des Eros und der Libido, auch sie muss irgendwie verwandelt und transformiert werden. In der Tradition hat man von Keuschheit gesprochen, ich möchte es erlöste Liebe nennen. Aber sehen Sie, die Fragen des Menschen sind uralt, wie mit der Gewalt umzugehen, und es braucht die Arbeit daran, es braucht eine neue Sprache daran, um es immer wieder neu zu erschließen und so der Gewalttätigkeit etwas gegenüberzustellen. Evagrius Ponticus hat gesagt, gegen die oberen drei Triebkräfte, was kann der Mensch dazu tun? Er sagt, da gibt es nur das Exercitium, da gibt es nur die Übung, da gibt es nur Askesis, da gibt es den Willen, der versuchen muss, damit in einen Einklang zu kommen. Es ist eine Arbeit, die innerlich getan werden muss. Er sagt aber auch, die drei nächsten Kräfte, Zorn, Ärger, Neid, Traurigkeit und wenn es kippt in Sinnlosigkeit und Ekel hinein, die dann zum Lebensnihilismus führt, indem wir um uns schlagen, sagt er, da ist der menschliche Wille zu schwach. Da braucht es vor allem Geduld. Es braucht vor allem ein sich selbst ertragen, ein Wahrnehmen, dass das in uns ist, und ein aushalten, dass diese Kräfte da sind, ohne dagegen anzugehen. Und dann geht er noch eine Ebene weiter und sagt: Beim Stolz und bei der Überheblichkeit ist es so, wo wir glauben, dass wir besser sind als die anderen Menschen. Da ist es ganz entscheidend, da kommt unser Wille nicht mehr weiter. Denn wenn ich besser bin als die anderen und sage, ich möchte endlich meinen Stolz besiegen und es gelingt mir endlich, den Stolz zu besiegen, dann schlage ich mir auf die Schulter und sage, ich bin besser, ich kann stolz sein, ich habe es geschafft, nicht mehr stolz zu sein. An diesem Ort beißt sich die Katze in den Schwanz. So. Von daher ist das Letzte, wir können nur erlöst werden. So, das ist das, was die Religion jeweils sagt, wir können uns nicht uns selbst erlösen. Und von daher sind solche Wege der Innerlichkeit, wie sie uns heute angeboten werden, im Yoga, im Zen, im Vipassana, in der Kontemplation, in was auch immer, Übungswege da, die wir wirklich ergreifen sollen. Das Wichtigste ist einfach, dass sie nicht egozentrisch benutzt werden zur individuellen Selbstoptimierung, weil dann geht der Schuss hinten raus und wir kommen nicht an, eine, an ein Ziel. Ich möchte zum Schluss kommen. Gewaltüberwindung durch Gestaltung, durch Sublimation in Kulturformen, durch Arbeit an der eigenen Innerlichkeit, und dann muss zum Schluss doch etwas gesagt werden, einfach zur gesellschaftlichen und politischen Struktur. Gesellschaftliche Verhandlungsstrukturen und politische Ordnung sind unerlässlich, wenn wir Gewalt begegnen wollen. Dialog ist die einzige Alternative zur Gewalt. Ich möchte noch einmal ganz kurz auf Kain und Abel zu sprechen kommen, auf diese zwei Figuren, weil der biblische Text da etwas archetypisch zeigt in diesem Text drin. Kain, sein Opfer wird nicht angenommen, Abel, sein Opfer wird angenommen, der eine kriegt Streicheleinheiten, der andere nicht, es kommt zur Rivalität, es kommt der Neid auf. Die Gewalt ist da, es gibt keinen Dritten, wo man die Gewalt ableiten könnte, einen Sündenbock. Und dann schreibt der Text, und ich zitiere jetzt aus der Genesis, aus Genesis 4, kein sprach zu Abel, Doppelpunkt, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich kein gegenüber seinem Bruder und erschlug ihn. Der biblische Text bricht einfach ab. Kein sprach zu Abel und dann erwarten alle, dass jetzt eben Dialog und Gespräch käme und an die Stelle eines Gespräches setzt der biblische Text einfach die Gewalt und erzählt, dass kein den Abel erschlägt. Hier ist wunderschön in einer Miniatur ausgedrückt, dass dort, wo kein Wort ist, wo kein Gespräch ist, Gewalt ist und wo Gewalt verwandelt werden muss, das Wort hinkommen muss, und zwar im umfassenden Sinn, wie es im Johannesprolog auch heißt, Logos. Es geht nicht nur um das gesprochene Wort, sondern es geht um etwas Symbolisches, das an die Stelle der Gewalt geht. Das kann ein Zeichnen sein, das kann ein Musizieren sein, das kann ein Künstleristätig tätig sein, das kann ein Verhandeln sein, Irgendetwas Sinnhaftes muss an die Stelle der Gewalt treten. Deshalb ist das Wort Dialog so entscheidend. Ich arbeite im interreligiösen Dialog, Sie haben es bei der Einleitung gehört. Neben dem jüdisch-christlichen Dialog kommt natürlich immer der Islam heute dazu. Oft wird von Veranstaltern gesagt, dann haben wir einen Trialog. Nein! Dialog kommt nicht von Dialog. Zwei Worte, da müsste es griechisch sowieso heißen korrekt, Dialogoi im Plural. Dialogos hat nichts mit zwei, drei oder vier zu tun, sondern Dialogos heißt durch das Wort. Das heißt, das ist Programm, das an die Stelle der Gewalt gesetzt wird, das durch Wortformen, Aggression, Hass, Wut überwunden werden kann. Das ist Disput oder Debatte, Argument oder Austausch, Verständigung und Verhandlung aufeinander höhen, verstehen, feitscheln, Streitkultur. Die Gewaltbereitschaft muss in verschiedenste Wortverfahren, ich möchte es mal so nennen, in verschiedenste Wortverfahren überführt werden. Es braucht strukturierte Sprachprozesse und die können natürlich nur da sein, wenn es Meinungsfreiheit gibt und daher braucht es einen rechtlichen Rahmen, es braucht eine politische Struktur, die diese Sprachprozesse letztlich formt und mitprägt und dazu braucht es Medien, Journalismus, die sich an gewisse Regeln halten, damit diese Debatten auch wirklich fruchtbar sind. Es braucht eine breite Zivilgesellschaft, eine demokratische Ordnung ohne ausdifferenzierte Zivilgesellschaft. Die neigt zur Gewalt, die kann in einem Augenblick, wo Politik gewalttätig wird, auch nichts entgegensetzen. Das ist das, was wir jetzt in Russland erleben. Das erleben wir in den arabischen Staaten, wenn diese ausdifferenzierten Wortstrukturen, wenn diese ausdifferenzierte Zivilgesellschaft nicht da ist, sondern nur der Familienclan, der auf Blutbanden beruht, die werden sich immer verteidigen. Es sind erst die Zivilstrukturen zwischen die Politik und die menschlichen Blutstrukturen kommen. Es braucht dieses Zwischenband ausdifferenziert, damit die Gewalttätigkeit letztlich. Äh, eingedämmt werden kann. Von daher haben wir zwar die große Errungenschaft im Westen der Gewaltenteilung mit Exekutive, mit Legislative und einer Justiz, die der Politik gegenübertritt, das ist ganz wichtig, das ist, im Grunde genommen ist alles es heißt schon Gewaltteilung, es ist eine Zerstückelung der Gewalt auf viele, damit sie nicht einfach so durchbrechen kann. Aber selbst in einer Monarchie, wo es diese gewaltenteilung nicht gibt, ist es das Entscheidende, der Zwischenbereich, der zivilgesellschaftliche, eine Logostruktur, damit auch wirklich die Gewalt äh, eingedämmt werden kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir... Alle als Bürgerinnen und Bürger daran arbeiten und da verschiedene zivilgesellschaftliche Strukturen entwickeln, die eben wirklich im Frieden stehen. Und weil die Zeit jetzt mir davon gelaufen ist, schließe ich und sage nur noch: Wachen Sie auf! Erkenne dich selbst. Arbeiten wir an der eigenen Innerlichkeit? Die Aufrufe sind so aktuell wie eh und je und versuchen wir zugleich an der Zivilgesellschaft, an Kultur zu arbeiten, ihr Geld zu geben, einen Raum auch zu geben, damit sie sich entwickeln kann und das ist die beste Prävention auch für uns und eine, die dann noch Lust und Freude macht äh, äh, für eine Gesellschaft, die nicht in größere Gewaltbereitschaft und Gewalttätigkeit hinab abgleitet. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Arban Guadacurta. Ähm, er hat, ich hätte, ich hätte vor, vor drei Wochen hätte ich noch in Englisch ihn angesprochen. Das brauche ich nicht mehr zu tun. Arban Guadacurta hat in der äh, langen Zeit von ca. elf Wochen in Deutsch B1-Niveau erreicht. Ähm, sagt er. Danke Er hat ein wunderbares Lied gespielt, das. Ähm, stammt von, äh, vom bengalischen Dichter, Musiker, Philosophen, Komponisten, Rabindranath Tagore, der auch der erste asiatische Literaturnobelpreisträger war. Wir bewegen uns jetzt wieder um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert. Er ist ein Zeitgenosse von äh, Mahatma Gandhi. Sie haben sich gekannt, Gandhi hat ihn, glaube ich, dreimal auch besucht. Sie waren sich nicht immer einig, es gab eine gewisse Rivalität. Aber dieses Lied, das er uns jetzt gespielt hat, Arpan, äh, hat auch einen Text und der ist hinreißend. Und weil wir heute den Welttag der Poesie haben, möchte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Vier kurze Zeilen. Im Lichtstrom setzen tausend Schmetterlinge Segel. Die tanzenden Lilien und Jasmine reiten auf leichtem Wellenkamm. Wie unzählige Edelsteine wird jede Wolke zu Gold. Das Lachen fließt von Blatt zu Blatt. Tagore ist wunderbar und führt uns gleich ins Gespräch. Vater Christian, vielen Dank für diesen beeindruckenden Vortrag, der mit der Sprache geändert hat. Und da würde ich auch gerne anknüpfen, weil ich im Buch, das Sie geschrieben haben über die Schule, die Lebensschule der Jesuiten, Vier Übungen gefunden habe, vier zentrale Übungen, die Ignatius von Loyola uns anempfiehlt. Und eine dieser Übungen ist, das Sprechen zu erlernen. Das klingt jetzt sonderbar für uns. Wir lernen das ja alle von Kindesbeinen an. Aber er ist etwas strikter und sagt, wir können es dann doch nicht so gut, wie wir es können müssten, um Gewalt zu vermeiden. Sprache kann unfassbar gewalttätig sein. Wie lerne ich das richtige Sprechen? Fangen wir damit an. Natürlich auch wieder eine ganz grundsätzliche Frage, das liebe ich, wenn es so wirklich an die Wurzel geht. Alles bleibt tatsächlich ambivalent. Äh, auch die Sprache bleibt ambivalent. Auch die Kultur, wie ich so versuchte zu zeigen, bleibt ambivalent. Und sie wird dann aus der Gewalttätigkeit herausgeholt in der Sprache, wenn nicht das Sprechen an erster Stelle steht, sondern das Hören. Also das heißt, wenn das zuerst hinhören auf den anderen, zuerst das Verstehen wollen, wenn das an erster Stelle steht, deshalb habe ich auch von hörender Freiheit gesprochen, von Horchen und wenn wir versuchen zu verstehen, dann nachher kommen wir noch einmal vertieft. Es gibt zuerst eine, es wird gebremst, Das Leben ist da nicht so rasch. Wenn wir hinsetzen und uns versuchen mal zu verstehen, was geht da eigentlich vor sich? Wir können auch weil die Gewalt ist immer ganz rasch, sie ist immer eine Reaktion, sie ist immer intuitiv. Wenn ich in die Sprache komme, muss ich zuerst mir die Mühe machen. Es ist tatsächlich ein Lernen, wahrzunehmen und zu hören, und dann kann ich versuchen, auf eine dialogische Ebene zu kommen. Sie kennen vielleicht äh, Marshall Rosenbergs äh, Gewaltfreie Kommunikation, wo das ganz stark auch eingeübt wird. Und Ignatius von Loyola geht eben in eine gleiche Art und Weise, in eine Richtung. Wir können nicht einfach sprechen, sondern das Gewaltfreie muss eingeübt werden, weil ganz oft so Erwartungen, leichter Druck äh, äh, mit der Sprache gemacht wird bis dann zur äh, expressiven Gewalt, die darin ist. Wir haben das Buch von Marsha Rosenberg auch hinten am Büchertisch auflegen, äh, der diesmal von der Buchhandlung Cervantes äh, betrieben wird. Ähm, das ist ein Buch, das mich in großes Erstaunen versetzt hat. Also er hat Millionen davon äh, verkauft. Äh, die Grundgedanken stammen aus den 1960er Jahren. Das ist nicht neu, ähm, aber es macht einem macht ganz schön Kopfzerbrechen. Also ich habe mir das angeschaut, wie es zum Beispiel mit dem Loben geht. Also er schreibt, dass das Loben ist ein schwieriges Geschäft. Ähm, wenn Sie kennen das, sagt Ihnen jemand, Sie sind aber toll. Das klingt dann ungefähr so wie der Abteilungsleiter, der lobend durch die Abteilung radiert. Und alle wissen, jetzt war er wieder in der Schulung. <laughs> das müssen wir jetzt aushalten. Er wird sich wieder fangen. Das ist kein Lob. Ne? Das ist irgendwie das ist eine rhetorische Übung, aber Lob ist das keines. Rosenberg zitiert ein Beispiel. Er sagt, es gibt also jetzt kommt jemand zu ihm nach einem Vortrag und sagt, das war total toll. Ich fand das ganz wahnsinnig toll. Und dann nimmt er die lobende Person zur Seite und sagt sehr freundlich, aber sehr bestimmt, ähm, das, also, also so quasi nett war das nicht, sondern äh, ich muss jetzt ein paar Dinge von Ihnen wissen, nämlich was genau hat ihnen denn so gut gefallen? Und was genau hat das mit ihnen gemacht? Und wie haben sie sich dann gefühlt? Und wenn wir das wissen, dann können wir das gemeinsam feiern. Es ist ein wunderschönes das, Beispiel dass ich auf Augenhöhe die Wirklichkeit wahrnehmen muss. Wenn ich nur lobe aus Prinzip oder weil es eben angelernt ist, dann ist es nicht auf Augenhöhe, es ist nicht konkret. Und eigentlich ist das Gewaltfreie immer das, was auch das Konkrete und Einzelne wahrnimmt. Und das Ideologische geht über das Konkrete hinweg, es wird gewalttätig und das Einzelne, das, das Partikulare wahrnehmen, die Sensibilität dafür haben, Eben gerade auch das Kleine, das glaube ich, ist das, die gewaltfreie Kommunikation. Das bedeutet aber, dass gewaltfreie Kommunikation auf einem Höchstmaß an Ehrlichkeit beruht. Ja. Ehrlichkeit, Transparenz, äh, Beobachtungsgabe, ähm, äh, wahrnehmen können und Respekt vor dem anderen. Wenn ich, wenn ich schon gar keinen Respekt habe, dann höre ich schon, in, wenn ich ihn schon in einer Schublade drin habe, äh, dann nachher. Äh, ja, dann, dann nehme ich ihn nicht ernst, dann mhm. zerdrücke ich ihn. Ich habe mir beim Vortrag vorher die Frage gestellt, ist Gewalt immer schlecht? Also sie ist implizit Bestandteil dieser Welt. Sie ist sozusagen uns aufoktroyiert qua Geburt. Wir werden hineingeworfen in diese Welt, die alles andere als freundlich erscheint. Wir sind gezwungen, uns von Beginn an zu wehren. Also wenn die so natürlich da ist, ist sie immer schlecht oder gibt es sie auch in einer, in einer positiven Ausprägung? Ich würde Gewalt auch in eine positive Art und Weise sehen. Das ist gleich mit dem Wort Macht. Wir sind gerade in einer Gesellschaftszeit drin, wo Macht eher negativ konnotiert ist, bei Gewalt auch, weil es meistens die zerstörerische Gewalt ist oder die destruktive Gewalt. Aber die Gewalt als Autoritas, als Gewicht, ähm, oder ich würde so sagen, etwas Gewaltiges tun, ist nicht etwas Gewalttätiges tun. Also es gibt so äh, etwas Gewaltiges, aber nicht etwas Gewalttätiges. Und ich denke, so können wir differenzieren. Ähm, ich würde aber, also eindeutig, Gewalt ist auch, äh, auch neutral oder auch positiv, so, das würde ich sagen. Das, wo, wogegen auch ähm, äh, Rosenberg oder wo er sehr sensibel ist, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. <laughs> so, das Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern ist gut gemeint. Und im gut Gemeinten, also wenn ich meine Gewalt, ja, ich setze es ja für etwas Gutes ein, ich bin ja, ich mache ja etwas Gutes damit, da muss man einfach dann auch noch einmal, empfindest es der andere auch. Und von daher... Das Entscheidende ist, das Dialogische ist, dass ich eben auf den anderen höre und nicht nur von mir ausgehe. Das heißt, es ist auch eine Frage von Nähe und Distanz. Von Nähe und Distanz und dass ich, dass ich meiner Gewalt, auch der Guten, mhm. eine Grenze setze. Meine Damen und Herren, wir haben ein Saalmikrofon. Die Katharina, ist da hinten, hat das Saalmikrofon. Das ist meine Tochter Katharina, darf ich auch sagen, ich bin stolz auf meine Tochter Katharina. Wir sind hier ein Familienbetrieb, meine Frau verkauft nachher die Würstchen. Nein, nicht, nein, nein, nein. nein, nein, nein. Also wenn Sie, wenn Sie eine eine Frage haben oder mit Pater Christian ins Gespräch kommen wollen, dann tun Sie das jetzt, jetzt wäre Gelegenheit, Sie müssen mir allerdings ein deutliches, gewaltfrei. Gewaltfrei, ein deutliches Zeichen geben, weil ich bin aufgrund der Lichtverhältnisse etwas eingeschränkt und auch schon etwas älter, ich sehe immer so gut. Also geben, strecken Sie die Hand kräftig in die Höhe. Also während die Damen und Herren noch überlegen, wer die Hand in die Höhe streckt oder wer wem die Hand in die Höhe streckt da sind wir wieder bei der Überschreitung, würde ich noch gerne ganz kurz auf diesen, ich sage jetzt mal, auf diesen biblischen Skandal zu sprechen kommen, der heute schon angeklungen ist. Ich habe bei einem anderen Jesuiten ähm, Zuflucht gesucht, bei Pater Herwig Büchele. Der wird manchen von Ihnen etwas sagen. Der ist mir jetzt deshalb wichtig, weil der Pater Herwig Büchele, Feldkircher Jesuit, eigentlich mit seinem Buch über das Grundeinkommen ohne Nein, jetzt, 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 jetzt hängt es mal. Grundeinkommen ohne Arbeit? Grundeinkommen ohne, ohne Leistung? Ohne also Leistung, genau. genau. Grundeinkommen ohne Leistung. Weil der Mensch zuerst ja. mal genau. existieren muss und da nachher baut er sich. Begriff genau. Grundeinkommen Bedingungsloses, Bedingungsloses Grundeinkommen. Jetzt haben wir es, genau. Er hat mit diesem Buch Bedingungsloses Grundeinkommen 1985 erschienen. Eine Diskussion äh, bereichert und angefeuert, die wir heute in aller Emotionalität führen. Das war auch wichtig, das jetzt zu sagen. Also Pater Herwig Büchele, er ist 88 Jahre alt, lebt mittlerweile ganz zurückgezogen, dem haben wir das zu verdanken, muss man schon sagen. Immer er hat mich sehr geprägt. Ich habe mein Noviziat als Jesuit in Innsbruck gemacht. Damals hat er in Innsbruck an der Universität unterrichtet und ich bin gerade als junger Mann soll ich Militärdienst machen, kein Militärdienst machen, Gandhi, gewaltfreien Widerstand, was heißt das eigentlich, und da hat mich Herwig Bügelis sehr, sehr beeinflusst in jener Zeit. Also ich habe den heute zur Hand genommen und dachte mir, gewaltfrei leben, Herausforderungen, der Bergpredigt, das ist eine erbauliche Lektüre, das sollte man wahrscheinlich überhaupt nur an Sonntagen lesen, da werde ich ganz nah, ganz glücklich sein und bestens präpariert. Dann lese ich da »Furchtbare Dinge«, er schreibt unter anderem das alte testament replizierend also man hat ungefähr in diesem blutrausch jahweh so kann man das bezeichnen in etwa tausend stellen im alten testament in denen jahweh mit gewalt und mit rache droht zutiefst menschliche züge und in diese welt hinein fällt der satz du sollst nicht töten das ist ja ein das, das ist wie ein ein Kontrapunkt, wie er nicht anders sein könnte. Und das ist Gott, der es sagt: Du sollst ja. nicht töten. Ja. Das heißt, wir haben es mit einem außerordentlich ambivalenten Gott oder mit einem lernenden Gott zu tun, der aus sich selber heraus erkennt, dass es so nicht weitergehen kann. Ich denke, wunderschön. Die ganze Bibel ist ein Ringen darum, wie mit dieser Gewalt umzugehen. Er hat einen heiligen Zorn. Dieser Gott doch alles hindurch. Es ist ihm nicht gleichgültig. Und von daher würde ich und da würde ich dann auch Herwig Bücherle noch etwas sagen, ja, hast du das Alte Testament gut gelesen, nimm noch einen anderen Vorarlberger Jesuiten, den Georg Fischer aus Wankweil mhm. mit dazu, äh, der sagt dir ja dann, du liest da doch auch etwas zu, deine eigene Gewaltfantasien ins Alte Testament hinein. Wenn das Alte Testament sagt, Aug um Aug, um Zahn um Zahn, dann sind wir schon mal aufs Talionsgesetz, weil normalerweise geht Gewalt und Rache immer darüber hinaus und das ist schon eine große Einschränkung nur mal schon auf die Ebene zu kommen, mit gleichem Maße zurückzugeben. Das ist schon ein großer Fortschritt. Da würde man dann etwas äh, genauer hinschauen müssen mit Georg Fischer zusammen, dem, Ge dem Herwig Bücheli, äh, über die Augen. Aber es ist das Ganze ein Prozess der immer größeren Verfeinerung und der Gewalt-Eindämmung. Äh, eine das würde ich eindeutig sagen. Aber, und da würde ich dann, wenn wir gerade wieder äh, zu, äh, zum Abschnitt vorher kommen, ähm, Gott setzt sich mit aller Gewalt für die Opfer ein. So. Wir haben die Situation Ägypten, ausgebeutete Sklaven, äh, die Israeliten, und wir haben den Pharao als die Großmacht. Es gibt zehn Plagen. Pharao, ich bin nicht gegen dich, aber unterdrück die anderen nicht. Pharao, eine nächste Warnung, unterdrück nicht. Noch eine Warnung, noch eine Warnung, noch eine Warnung. Aber nach zehn Warnungen sagt dieser Gott, ich bin für das Opfer. Und er kannst es dem Pharao nur mit Gewalt beibringen. Da würde ich sagen... Es gibt den langen Atem, aber es ist nicht keine Gewalt, dann wegen Anything goes. So, und das ist das Entscheidende. Ich versuche das etwas in meinem Vortrag zu sagen. Es braucht den klaren Schnitt. Es, Gewalt muss geächtet werden. Da kann man nicht damit spielen und sagen, ja, das, da vergebe ich dir wieder allzu rasch und so. Es gibt eine Grenze, wer Leben zerstört, da muss eine. So. Und so würde ich diesen Gott, der radikal versucht voranzugehen. Geben Sie ein Gegenargument. <laughs> ohne, ohne jetzt, ohne jetzt ein, ein, ein großes Fass aufmachen zu wollen, ähm, denke ich, also man kann diese Geschichte auch so lesen, dass man daraus eine, eine gewisse Legitimation herausliest, Gewalt sozusagen für ein höheres Ziel zu rechtfertigen. Die Befreiung der Israeliten aus dem Joch der Ägypter ist das höhere Ziel. Und dieser Gott geht ans Äußerste. Genau. Ja. Können wir sagen, es ist gut gemeint, was dieser Gott tut? Ja. Und, und dann müsste man, wenn man es ins Heute transferiert, die Diskussion aufnehmen, das war das Fass, von dem ich vorher gesprochen habe, mit dem Ukraine-Krieg, mit, also mit, mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine der uns ja auch innerkirchlich die diskussion beschert hat. wir haben uns zu früh vom gerechten krieg verabschiedet. den bräuchten wir jetzt wieder. das ist nicht zu ende diskutiert und das immer glaube ich genau Genau. Dort. Das, ja. ja, ich denke es ist ein abwägen, ein hineingehen. also gewaltlosigkeit würde ich schon nicht all seinen. Ähm einem Pazifismus im Sinne von sich nicht verteidigen. Ähm, das ist für mich ganz wichtig. Ähm, Anatole France sagt noch zum, äh, äh, zum Gebot der Bergpredigt, der Feindesliebe, und du sollst äh, die rechte und die linke Wange hinhalten. Äh, einmal äh, sagt er: Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt und du rennst davon, bist du ein Feigling. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt und du schlägst zurück, bist du gewalttätig. Wenn dich einer auf die rechte Wange schlägt und du hältst die rechte Wange noch einmal hin, dann bist du Masochist. Und nur wenn du die rechte Wange hinhältst und nachher die linke, nur dann leistest du gewaltlosen Widerstand. Und das ist dieses subtile wo ist Gewalt gerechtfertigt zum Verteidigen und wo gilt es etwas einzustecken, wo gilt es andere zu beschützen? Ich glaube, letztlich kann nur jeder für sich entscheiden, aber als Gesamtgesellschaft müssen wir äh, üben. Also, ich oute mich jetzt. Mein Vater stand hier an der Grenze während des Zweiten Weltkriegs und war ein wehrhafter Schweizer, wie sich das gehört. Und ich habe als Bube rebelliert und habe Armeedienst verweigert. Und es hat in den 80er Jahren in der Schweiz noch keinen Zivildienst als Alternative gegeben. So. Äh, und ich sage nicht, dass die Armee, auch damals habe ich nicht gesagt, dass die Armee abgeschafft werden soll, aber... Dass es Alternativen für die einzelnen Individuen in einer Gesellschaft geben soll, in welcher Art und Weise man verteidigt. Und das würde ich bis heute so sagen. Ich glaube, es braucht militärische, es braucht gewalttätige Verteidigung auch und in diesem Sinne auch Gewaltanwendung. Aber es muss auch dem Einzelnen möglich sein, auf andere Art und Weisen damit umzugehen. So. Und ich glaube, eine Gesellschaft sollte Rahmen bieten für verschiedene Möglichkeiten. Das ist was so der, meine Position heute. Was der Historiker Herrfried Münkler sagt, die Entscheidung zum Pazifismus ist eine zutiefst persönliche. Ja. Das ja. kann ich nicht das, für das eine Gemeinschaft man, ja. treffen. Ja. Ich schaue noch mal in die Runde und schaue hinüber zum Arpan und denke mir, dass der Arpan, nein, ich weiß es, hat uns noch zwei Stücke mitgebracht, und das, was wir jetzt hören, ist eine ganz klassische indische Tonfolge. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Raga, Raja, weiß es nicht, was, was richtig ist. Es gibt sie in tausenderlei Variationen. Manche davon werden zu bestimmten Tageszeiten, manche zu bestimmten Gefühlsstimmungen gespielt. Und jetzt hören wir einen solchen raga von. Danke, Arpan Guadacurta. Er hat mir jetzt noch einen Jesuiten in Erinnerung gerufen, einen Vorarlberger Jesuiten, Josef Neuner, der den Übernamen trägt, der indische Josef. Er hat in einem Ashram in Indien gelebt. Es gibt ein wunderbares Buch über ihn. Da finden sich auch viele dieser Gedanken wieder. Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf die, diese Erkenntnis, die wir jetzt zunächst einmal mit uns herumtragen dass die Lösung für diese Problemstellung unserer Gewalttätigkeit ziemlich sicher in uns selber schlummert. Und das bedeutet, wir müssen uns selber besser kennenlernen, wir müssen besser mit uns selber umgehen, lernen. Und ich habe Ihnen, Sie erinnern sich, zu Beginn von diesen Übungen erzählt, die im Buch über das, die ignatianische Lebensschule äh, beschrieben sind, die dort drin ziemlich am Anfang äh, geschrieben stehen. Es sind vier Übungen, um die es geht. Und die erste Übung, die heißt auf Lateinisch Habitare Secum, das bedeutet, dass mit sich selber sein können. Das klingt für einen Augenblick ganz ersprießlich. Und dann wird es dann ein bisschen trocken im Mund, weil man muss sich selber aushalten. Und es gilt nicht die österreichische Spielart, ich bin eigentlich ein ganz anderer, ich komme nur so selten dazu, sondern <laughs> es ist. Sie ist, da geht es ich, ich muss mich selber ertragen lernen. das ist ein schwieriges geschäft. ja ich denke wir leben heute alle in einer so hektischen welt und haben so viel um uns herum und sehnen uns so stark dann wirklich mal ganz bei sich zu sein und äh, bei sich sein zu können. Und ich stelle fest, wenn ich andere beobachte und auch mich selber, wenn dann die Ferien kommen, dann ist die ganze Spannung auf einmal, was mache ich jetzt mit mir? Und dann kommt gerade der Familienstreit in diesem Augenblick, wo man dann bei sich selber ist. Und wenn man dann irgendwo hingeht. Der Augenblick halte ich mich jetzt selber aus. Es ist so, dass Blaise Pascal auch das berühmte Wort in den bonse hat, äh, wo er sagt, das ganze Übel der Welt beginnt damit, dass ich mich am Abend in einem eigenen Zimmer nicht aushalte. So, weil ich muss dann ja und ich störe noch und so und ich denke, heute steht wie das Handy äh, mit den ganzen Social Media immer aus uns herausgezogen werden dafür, dass wir uns wie nicht aushalten und als Jesuit natürlich, geistliche Übungen, das gehört bei uns dazu, dass man sich zurückzieht in die Stille. Und ich habe mal das LaSalle-Haus geleitet, in Bad Schönbrunn in der Schweiz, äh, mit den vielen Stillekursen und dann immer wieder festgestellt, äh, die Leute melden sich an, ja, mal bei sich sein. Mhm und dann entweder melden sie sich ganz kurz vor Kursbeginn wieder ab, weil sie Angst kriegen über den eigenen Mut, den sie hatten, äh, oder dann ist es einfach mulmig der erste und der zweite Tag, bis man sich wie gewohnt hat, bei sich selber zu sein und man kommt dann in ein Zimmer hinein, äh, das ganz kahl und ja, also das ist jetzt doch nicht der den Luxus, den man sich gewohnt ist und so und diese Leere, das ist dann wie ein Spiegel und auch die Wüstenväter und Müs Wüstenmütter, die lehren schon einfach das in der Zelle sitzen. Das ist eine große Übung. Und für mich im interreligiösen Kontext über die indische Kultur, äh, die asiatische, fernasiatische Kultur hinaus, alle berichten dasselbe, wenn der Mensch dann. In sich hineingeht, man muss nicht fromm sein oder was auch immer, man wird in sich hineingeworfen. Es gibt diese unangenehmen Augenblicke, ähm, äh, wo man sich selber begegnet und dann gibt es wie ein Durchbruch mit der Zeit auf eine geistig-geistliche Dimension. Und das geschieht alleine nur schon bei sich selbst sein zu müssen. Ich denke immer Menschen, die wir in Gefängnisse einsperren, bei uns, was ist das für eine Methode, sehr gewalttätig Menschen wegzusperren, die zwar gefährlich sind in der Gesellschaft, geben wir ihnen etwas an die Hand, damit sie in einem Gefängnis und so auch diesen Prozess zum Beispiel durchmachen könnten. Eine Weile bin ich auch, das ist jetzt schon 20 Jahre her, meditieren gegangen, einmal die Woche ins Gefängnis in Zürich, einfach um diese Dinge noch einmal Räume zu eröffnen. Ja. Sie haben es schon gesagt, zu diesem ähm, bei sich selber sein können, gehört noch eine zweite Disziplin dazu, nämlich sich selber auch nicht mit Lautstärke im Weg zu stehen. Ignatius sagt, man muss die Stille ertragen und das Schweigen erlernen. Das ist in einer Zeit, die so marktschreierisch sich darbietet wie unsere, ähm, auch kein, kein einfaches Geschäft. Das stimmt, es ist kein einfaches Geschäft und trotzdem spürt man ja auch, die Sehnsucht ist da, wie viele Klöster werden wieder renoviert und äh wird dann umgebaut als Seminarhotel, als Zentren und Leute, die überhaupt nichts mit einem religiösen oder inneren Weg zu tun haben, man geht da hin, weil wie dieser Rahmen irgendwie da ist. Und von daher habe ich den Eindruck, dass es schon auch ein Spüren da ist, dass da eigentlich ein, ein Weg auch ist. Aber, und das würde ich auch sagen, es ist natürlich immer eine Minderheit, die auf diese Art und Weise übt. Und, ähm, äh, und das muss auch nur eine. Eine Minderheit sein. Ich denke gerade auch, ähm, wenn ich an Kinder- und Jugenderziehung denke, ähm, das ist dort vielleicht gar nicht die richtige Methode. Äh, so, Also da würde ich auch sagen, zu sehen, wo hilft es und so äh, und ähm, äh, andere Formen Hilfen, helfen auch weiter. Also das Geistliche, das in sich gehen unmittelbar, ist eine Art und Weise, zu sich zu finden und das andere ist, würde ich schon sagen, eher musisch und kulturell tätig sein. Meine Damen und Herren, wir kommen langsam zum Schluss. Immer so gegen 21 Uhr geht die äh, Geschichte dann zu Ende. Es fehlt uns ja noch die vierte Übung. Und während <laughs> die anderen drei durchaus ambitioniert für, ich sage jetzt mal, schon fortgeschrittene Charaktere bestimmt sind, ist diese vierte Übung. Möglicherweise etwas, das tatsächlich jeder von uns kann. Das klingt ein bisschen sonderbar, aber ich habe das als unheimlich charmant empfunden. Ignatius nennt das die Meditation der liebenden Aufmerksamkeit. Ich kenne das auch als das Gebet der liebenden Aufmerksamkeit. So habe ich es bei den Innsbrucker Jesuiten kennengelernt. Das ist, was, ähm, das ist was Spannendes, nämlich spannend, wie man mit so einem Tag, der gerade vergangen ist, auch umgehen kann. Wie Geht das, Pater Christian? Ja, äh, da treffen Sie natürlich einen Kernpunkt ignazianischer Spiritualität. Ähm, Sie wissen, wir Jesuiten tragen kein Ordensgewand, nicht weil wir modern sein wollen, sondern weil das bereits im 16. Jahrhundert so bestimmt war. Und später hat man dann doch mit den Jahrhunderten, hat man, die Jesuiten haben sich dann einfach gekleidet, allgemein, ähm, äh, wie man halt gekleidet. Ja, sich gekleidet hat als Priester. Und so war es auch, der Jesuitenorden war sehr revolutionär im 16. Jahrhundert, auch kein Chorgebet, keine Psalmengebeten. Wie kann man eigentlich religiös sein, ohne Psalmen zu beten, ohne Chorgebet und all diese Dinge? Und Ignatius hat gesehen, dass viel zu viele Menschen beten und eben doch nicht in die Tiefe kommen, dass eben viele Menschen fromm sind und trotzdem, ich nehme es jetzt auf unser Thema, und trotzdem in der Gewalttätigkeit drin stecken bleiben. So wie man einfach weltlich miteinander kämpft, kämpfen dann einfach die Religionen gegeneinander oder die Orden gegeneinander und man schlägt sich die Dogmatik um den Kopf und rechthaberisch. Und das heißt, man reproduziert die gleiche Gewalttätigkeit auch im religiösen wieder. Und deshalb hat er gesagt, es braucht wie eine andere Form des Betens. Nicht eine Form des Betens, die eben nur ein anderes Objekt in die Mitte stellt, sondern die unsere Struktur verändert, unsere Neigung zur Gewalttätigkeit. Und dafür genau ist das Gebet der lebenden Aufmerksamkeit. Und da sagt er, es geht nicht darum, oder meditieren einen religiösen Gegenstand, sondern ich würde es so formulieren: das eigene Leben bebeten oder die eigene Innerlichkeit bebeten oder die wahrzunehmen. Und das ist der Sinn, dass Ignatius sagt: Das Wichtigste ist nicht ein frommes Gebet zu machen, sondern am Abend sich hinzusetzen und dann ganz bei sich zu sein. Heute sprechen wir von Bodyscanning und äh, Wahrnehmen der eigenen Körperlichkeit und so, um ganz bei sich zu sein. Und dann kommt ein entscheidender Punkt, darum zu bitten, dass ich in mich hineinschauen kann und den Tag anschauen kann, was sich gerade ergeben hat. Und zwar nicht mit dem eigenen Blick, weil mein Blick ist immer getrübt. Und mein Blick ist vielleicht ein verzerrter Blick, sondern, und daher kommt der Name, mit der liebenden Aufmerksamkeit, mit einem liebenden Blick Gottes, wenn Sie so wollen, mit einem Blick, der nicht verurteilt, sondern der einfach wahrnimmt. Und dann besteht das Gebet und die Meditation darin, einfach den Tag nachklingen zu lassen, gewisse Begegnungen was es in mir ausgelöst hat und so einfach zehn Minuten sein und ohne zu verurteilen, das Ganze dann einfach hinzuhalten und es wieder zu übergeben. Und jetzt bringe ich wieder das Wort, das Entscheidende, verwandeln zu lassen, transformieren zu lassen. Und wenn ich über längere Zeit eine solche Übung mache und wenn ich das in den Alltag hineingebe, mit der Zeit entsteht, eine innere Freiheit, eine Transformation äh, des Inneren. Und für ihn ist das eigentlich äh, das wichtigste Gebet oder wir können heute auch sagen, die wichtigste Übungsform, die uns strukturell transformiert. Lieber Pater Christian, vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Dank gehört natürlich einer ganzen Reihe von Menschen, die zum Gelingen dieses Abends beigetragen haben. Als da wären Jürgen Gorbach, Benedikt Marte und Martin Beck. Die drei sind verantwortlich, dass heute technisch alles so wundervoll geklappt hat. Gera Kettner hat sie heute empfangen. Katharina Matt hatte das Saalmikrofon in der Hand. Anna Hatt und Andreas Feuerstein haben auf Instagram und Facebook äh, die Veranstaltung beworben. Die Petra Mauser hat das auf unserer Website gemacht. Und in den Newslettern, Sie sehen eine ganze Reihe von Menschen trägt dazu bei, dass das jedes Mal so wunderbar funktioniert. Man sieht sie nicht, aber erwähnen sollte man sie wirklich. Und nicht zu vergessen die Burschen von der Firma Ender, die diesen Saal heute bestuhlt haben. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass wir vor einer kleinen äh, Premiere stehen. Wir haben am 17. und am 18. April zwei Veranstaltungen hintereinander. Am 17. April wird Ina Pretorius, auf der Bühne die brisante Frage stellen, warum eigentlich ist Care Arbeit, also dass sich kümmern um Hausarbeit, Kindererziehung, Pflege, Freundschaften, soziales, globales miteinander, warum ist das und warum soll das nicht systemrelevant sein? Die Wahrheit ist, Wirtschaft und Care sind im Grunde dasselbe. Beide dienen dazu, dass es den Menschen besser geht. Sie wird in weiterer Folge dann bis in den Oktober hinein Stadtspaziergänge in Fellkirch zum Thema Wirtschaft ist Care anbieten. Sie finden das auf unserer Website in der Schafferei und in der Arbeiterkammer äh, gleichermaßen. Am Tag darauf, am 18. April, wird dann Melanie Wolfers zu uns kommen. Sie war schon öfter hier, Sie kennen sie, die bekannte Philosophin und Theologin hat ein neues Buch vorgelegt, das notwendiger nicht sein könnte. Nimm der Ohnmacht ihre Macht, ruft sie uns zu und entdecke die Kraft, die in dir wohnt. Ich glaube, das kann man jetzt gegenwärtig bestens gebrauchen. Und er hat den Anfang gemacht, er macht auch den Schluss. Arpanguata Kurta hat uns am Ende ein Lied mitgebracht, ein traditionelles Lied aus den Sundabans, das sind die größten Mangrovenwälder der Welt, die sich über Südbangladesch und Westbengalen im Osten erstrecken. Und dieses Lied, das er uns jetzt spielt, das singen die Honigsammler und Holzfäller, wenn sie den Wald betreten und sie rufen damit die Herrin des Waldes zu Hilfe, damit ihnen ein Dämonenkönig nicht in Gestalt eines Tigers Leid zufügt.